Hi, es ist Ostermontag und heute habe ich für euch Teil 2 der kleinen Videoserie Dänische Exportschlager. Heute geht es um Arne Jacobsen. Arne wer? Das erfährst du gleich. Arne Jacobsen ist in Sachen bekannter dänischer Exportschlager ein echtes Schwergewicht. Er hat überall auf der Welt bleibende Eindrücke hinterlassen. Arne Jacobsen, 1902 in Kopenhagen geboren und 1971 ebenfalls dort gestorben, ist oder war der vielleicht bekannteste und weltweit geachtete dänische Architekt und Designer. Seine Bauwerke und auch seine Designobjekte werden dem modernen Funktionalismus oder Modernismus zugeschrieben. Seine Arbeiten lassen deutlich den Einfluss durch Architekten wie Ludwig Mies van der Rohe oder Le Corbusier und durch das Bauhaus erkennen. Arne Jacobsen gilt als schon fast pedantischer Perfektionist und Workaholic. Er soll quasi fast immer gearbeitet haben. Schauen wir uns ein paar seiner Bauwerke an. Im Jahr 1956 entwarf er mit dem SAS Royal Hotel in Kopenhagen den ersten Wolkenkratzer der dänischen Hauptstadt. Und hier schlug sich auch der schon erwähnte Perfektionismus nieder. Denn Jacobsen entwarf und plante nicht nur das Gebäude. Er entwickelte und konzipierte auch alle Details der Innenausstattung bis hin zu den Möbeln und zu den Textilien, sowohl in großen Räumen wie der Hotellobby, als auch in den einzelnen Hotelzimmern. Sogar das Besteck in den Restaurants des Hotels hat Arne Jacobsen gestaltet. Wie schon beschrieben, war Jacobsen ein Verfechter des Funktionalismus, bei dem das ästhetische Design vom Verwendungszweck eines Gebäudes oder auch eines Objektes bestimmt wird. Die Form folgt also der Funktion. Jacobsen hat diverse Häuser und Bauwerke entworfen, sogar so funktionale oder fast profane Gebäude wie eine Tankstelle hat er entworfen. Und auch über dänische Sommerhäuser hat sich Arne Jacobsen Gedanken gemacht und mit CubeFlex eine Art Modulsystem entwickelt, aus dem man Ferienhäuser unterschiedlicher Größen zusammenbauen könnte. Wenn du dir CubeFlex einmal anschauen möchtest, dann kannst du das im Trapholt Museum im dänischen Kolding machen. Jacobsen plante und entwickelte auch in Deutschland viele Gebäude, wie die Mustersiedlung aus Bungalows für das südliche Hansaviertel in Berlin. Er hat auch das Rathaus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz hier in meiner Heimat in Rheinhessen entworfen. Geplant zwischen den Jahren 1968 und 1970 und gebaut von 1970 bis 1974 ist dieses Gebäude ein sehr gutes Beispiel für den Modernismus der Nachkriegszeit. Jacobsen hat die Fertigstellung nicht mehr erlebt. Er ist ja, wie bereits beschrieben, 1971 gestorben. In Mainz ist man mit diesem Bauwerk derzeit nicht so richtig glücklich, weil es durch Baumängel und vor allem auch durch das Alter von immerhin fast 50 Jahren massiv renovierungsbedürftig ist. Da das Gebäude als Architekturdenkmal unter Schutz steht, sind Forderungen wie Abreißen, etwas Neues bauen, mancher politischer Kräfte irrelevant. Aber auch die Renovierung und Modernisierung dieses monumentalen Gebäudes direkt am Rheinufer muss dem Denkmalschutz entsprechen. Dass die Renovierung des Jacobsenbaus über 100 Millionen Euro kostet, sorgte in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt in der Vergangenheit für einigen politischen Zündstoff. Mittlerweile sind die Geldsorgen in Mainz dank der Gewerbesteuereinnahmen durch die BioNTech-Milliarden durch den Corona-Impfstoff deutlich kleiner geworden. Aber zurück zu Arne Jacobsen, der ja nicht nur Architekt, sondern eben auch Designer war. Als solcher war Jacobsen eher organischen und der Natur verpflichteten Formen verbunden.
Er schuf Schreibtischlampen, Wanduhren, aber vor allem auch Sitzmöbel, Stühle und Sessel, die auf Namen wie die Ameise, das Ei oder der Schwan hören, aber auch Grand Prix oder Serie 7. All diese Möbel werden heute noch hergestellt. Die stapelbaren Stühle der Serie 7 wurden bis heute mehr als 5 Millionen Mal verkauft. Und wenn du den Lounge-Sessel das Ei kaufen möchtest, dann musst du dafür für die einfachste Variante mindestens 6.700 Euro investieren. Das von Arne Jacobsen entworfene Essbesteck mit dem Namen AJ, also seine Initialen, schaffte es dank Stanley Kubrick sogar auf die Kinoleinwand, denn es wurde in dem 1968 gedrehten Film 2001 Odyssee im Weltraum verwendet. Auch dieses Besteck kann man heute noch kaufen und es sieht noch immer sehr futuristisch aus. Du siehst also, es gibt viel Faszinierendes über Arne Jacobsen zu erfahren. Und hier in diesem Video haben wir sozusagen nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs betrachtet. Es gibt eine offizielle Webseite zu und über Arne Jacobsen, die ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Hat dir das Video hier gefallen? Dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein Video mehr. Auch in dieser kleinen Serie Dänische Exportschlager wird es spannend weitergehen, denn ich habe noch einige tolle Themen geplant. Also dann, wie says?